Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Project Zomboid. In der letzten Folge haben wir schon mal ein paar Loot-Sachen geholt, ne? Aber wir haben immer noch keine Waffe gefunden und sowas. Das ist echt ein bisschen dämlich. Und ja. Aber gut, in dieser Folge wollen wir mal gucken, dass wir hoffentlich nicht von der Zombie-Seuche infiziert sind, weil wir haben, wir sind angespannt nach einem Kratzer und normalerweise ist Angespanntsein schon ein Zeichen dafür, dass man infiziert ist, aber vielleicht ist es auch einfach nur so, weil irgendwie die Temperaturschwankungen, keine Ahnung, kann ja alles sein bei Project Zomboid. Ich nehme mal hier kurz die Bandage ab. Und, nein, ich habe doch noch, warte. Und verbinde es einmal kurz neu. So. Und dann können wir hier die Bandage einmal schon mal kurz waschen. Also den Stoff fetzen. Und wieder zurückpacken. Und dann gucken wir mal, dass wir nochmal irgendwo anders hinkommen. Hier steht, glaube ich, ein Zombie vorm Haus. Das heißt, ich gehe mal hier raus. Muss natürlich trotzdem vorsichtig sein. So, draußen haben wir schon minus 0,1 Grad. Wir dürfen nicht vergessen, das Szenario ist, dass der Winter bald kommt. No. Und das heißt, der Winter ist das, worauf wir uns vorbereiten müssen. So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Hier sieht es auch relativ ruhig aus. Das heißt, ich würde mal versuchen, da drüben in das Haus reinzukommen. Hier ist ein Zombie. So. Na komm her. Solange du nur alleine bist, kriegen wir das irgendwie hin. So. Ich habe immer Angst, dass sie so auf einen Zug riechen. Normalerweise könnte man sich, glaube ich... Toll. So. Na komm, wieder rüber. So. Na komm, leg dich hin. Leg dich hin. Hinlegen. Komm schon. So, oh, da kommt schon der Nächste. Okay, na gut. Komm rüber. So, das hat ganz gut geklappt. Wenn ich da noch ein bisschen Übung drin bekomme. Oh, da ist ein Pickup. Der sieht sogar einigermaßen gut in Schuss aus. Jetzt lass uns aber erstmal hier ins Haus spicken. Da vorne sind... Oh, da sind einige. Oh, da sind wirklich einige. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht, wenn ich hier hinschleiche. Die Tür ist natürlich zu. Okay. Kriegen wir das Fenster auf. Und jetzt wahrscheinlich Alarmanlage, oder? Nope. Okay. Gut. Gott sei Dank. Hier machen wir zu. Was gibt's denn hier? Ein Stieltopf. Eine Dose mit Chili. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, hier haben wahrscheinlich nur verrottete Sachen wieder drin. Aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, das verstehe ich bis heute noch nicht. Haben wir irgendwo irgendwas bitte, was wir als Waffe benutzen können? Das wäre super. Ein Buch. Ja, ein Stift. Ja, das bringt es auch nicht. Da bleibe ich lieber weiter freihändig. Da haben wir auch nichts. Okay, gehe ich mal wieder raus. Dann ganz leise. Hier ist einer, zwei. Hoffentlich bleibt es auch bei zwei maximal. So, ich versuche mal, auf der stehen zu bleiben, dass sie nicht nochmal aufsteht. So, du auch? Du bleibst bitte auch liegen. Was haben wir hier noch? Nix. Was haben wir im Pickup? Eine erste Hilfe. Na, okay, das ist leer. Und ein Benzinkanister, ein leerer. Lass mal schauen, ob der... ich da reinkomme. Der würde sogar fahren. Aber ich glaube, das ist gerade nicht so klug, oder? Wenn die da hinten jetzt rumstehen. Da ist ein Überlebendenhaus. Da würden wir wahrscheinlich was drin finden. Oh, aber ich will... Nee, ich riskiere es nicht. Ich gehe lieber zu Fuß weiter. Und versuche irgendwie anders voranzukommen. Weil wenn wir jetzt anfangen hier rumzufahren, dann locken wir derartig viele Zombies an. Vor allem, da sind zwei Horden. Also hier ist eine kleine und da ist eine große. Ich geh mal da runter. Da ist... Okay, hier ist auch nochmal eine kleine. Müssen wir mal gucken, dass ich hier weiterkomme. Oh, toll. Jetzt habe ich nochmal gekratzt. Ich sollte nicht durch Bäume durchrennen. Oh, wir haben die Brille verloren. Na super.
Mann. Viel zu viele Zombies. War das im Let's Play auch so schlimm? Also in der ersten Staffel quasi? Da auch so viele Zombies überall? Irgendwie habe ich das nicht mehr so in Erinnerung. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass halt... Oh, guck mal, hier ist ein Grill. Der Grill ist gar nicht mal verkehrt. Ich glaube, den kann man auch in Innenräumen benutzen. Müssen wir uns merken, dass der hier ist. So. Oh, na super. Müssen wir wieder alle outrunnen. Na, das ist ein bisschen nervig. Das ist ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, warum mir das im Let's Play irgendwie weniger vorkam. Weil hier habe ich gerade das Gefühl, wir können nirgends hinlaufen, ohne halt direkt 10 Zombies anzulocken. Na gut. Ich lock die mal da runter. Und wenn ich dann halt auf der anderen Seite von den Bäumen wieder versuche zurückzukommen, dann stehen halt wieder 10 Zombies, ne? Das ist irgendwie ein bisschen dämlich. Hier waren wir schon mal, ne? Mit dem Bulli hier. Heißt es Bulli? Ich weiß gar nicht. Also ein Van halt, ne? Free Hugs und so. Ich hoffe... Oh, guck mal. Da sieht es aus, wenn da ein bisschen cooleres Haus wäre. Und natürlich sind da auch wieder 20 Zombies davor. Wir haben halt einfach immer noch keine Waffe. Und wir können halt auch nirgends looten gehen, um eine gescheite Waffe halt zu finden. Weil halt überall so viele Zombies rumrennen. Bringt es was, wenn ich... Oh, nee, also die sind zu nah. Das bringt nichts, wenn ich ins Haus gehe. Warte mal, vielleicht wenn ich hier einmal außen rum... Da hinten sind halt auch schon wieder welche, ne? Wie sieht's aus? Kommt ihr nach? Oh, jetzt kommen da wieder... Nicht ihr! Okay, ich laufe mal ein bisschen weiter. Das Rennen macht's natürlich nicht unbedingt viel besser, zumal es auch wieder Ausdauer verbraucht. Oh, das ist echt ein bisschen schade. Also insgesamt bei den Szenarien finde ich es halt ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn ich das nächste Mal ein Let's Play mache, dann stelle ich auch die Zombie-Population ein bisschen runter. Weil an manchen Stellen finde ich es schon zu viel, muss ich gestehen. Oh, hier ist ein Kastenwagen. Und eine ganze Menge Zombies. Mal wieder. Vielleicht kommen wir in den Polizeiwagen rein. Dass wir da irgendwie... Ich muss mich aber beeilen. Warte mal. Nur, der ist abgeschlossen, okay. Ah, so ein Mist. Ich fände es schön, wenn man bei den Szenarien auch so ein bisschen die Schwierigkeitsgrade verändern könnte. Weil ich finde es halt einen super spannenden Ausgangspunkt quasi für so ein Szenario. Aber ich finde es halt irgendwie, ich würde halt die Population gerne ein bisschen runterstellen. Weil natürlich... Herausforderungen und so weiter und so fort. Und ich mag ja das Spiel auch total, ne? Also es war auch mein erstes Let's Play gewesen und sowas, ne? Schaut gerne mal rein in die erste Staffel, wenn ihr das noch nicht eh schon gemacht habt. Aber irgendwie ist es halt schon... Also jetzt gerade finde ich es ein bisschen übertrieben mit den Zombies. Oh, hier sind Felder und so. Wo noch mehr... Aber guck, das meine ich. Wir sind hier in so einem Einfamilienhausbereich, wo vielleicht mal irgendwie so 3, 4, 5 Leute sind pro Haus. So im Durchschnitt wahrscheinlich irgendwie 2,5 oder 3. Und hier laufen halt einfach Unmengen an Zombies rum. Das ist halt ein bisschen übertrieben. Und du kommst halt nirgends hin, weil da überall irgendwie 20 Zombies sind. Dann lockst du sie weg und kommst dann wieder. Und dann hast du plötzlich wieder irgendwie 20 Zombies schon wieder außen rum. Da hast du wieder weglocken. Musst dann aber wieder aufpassen, dass du dann nicht in wiederum andere 20 Zombies reinrennst, die du aber vorher schon weggepult hast und so. Also das ist ein bisschen... Oh, ich weiß auch nicht. Bisschen komisch. Und das ist halt schade, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, so... Wenn ich so mal gemütlich eine Runde zocke, im Let's Play, habe ich ja gesagt, hatte ich ja schon auch Apokalypse-Einstellungen, aber da hast du halt, guck mal, wie soll man das packen? Ich habe nicht mal eine Waffe. Was soll ich da machen? Also
Okay, na gut. Dann lass mal hier lang schauen. Hier oben sind auch wieder viel zu viele Zombies. Wie sieht es eigentlich mit dem Leben aus? Es baut sich noch auf. Vielleicht haben wir Glück, aber wir sind halt immer noch aufgewühlt und so, ne? Und wir haben jetzt überhaupt nichts looten können. Das habe ich aber gerade nochmal rechtzeitig gemerkt. Ich wollte nämlich durch genau den gleichen Baum durchlaufen. Boah, das gibt's doch nicht. Viel zu viele Zombies. Wie sollen wir das denn schaffen? Das ist ja super nervig. Vielleicht, ich glaube, hier haben wir den Schlüssel von. Vielleicht nehme ich den mal ein Fahrstück weg in der Hoffnung, dass ich irgendwo hinkomme, wo ein bisschen weniger los ist vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob der... Ich habe aber keinen Schlüssel. Oh! Hä? War das in der letzten Folge? Wir hatten doch hier einen Schlüssel, oder? Oder habe ich den aus Versehen nicht mitgenommen? Warte mal. Oder war das tatsächlich in der... Ich glaube, das war in der vorherigen Folge. Na gut. Ich glaube, hier sieht es gerade ganz gut aus. Ich versuche mal in dieses verbrannte Haus reinzukommen. Da gibt es zwar in der Tendenz immer ein bisschen weniger, aber manchmal gibt es da ein paar... Sondergimmicks. Einfach mal gucken. Hauptsache, wir kommen auch mal... Ich hoffe, die haben mich nicht gesehen. Lass mal hier durch. So, hier gibt's nichts. Kann ich den als Waffe nehmen? Einfach wenigstens mal überhaupt irgendwas. Hier liegen ein paar Leichen. Die haben aber auch nichts dabei. Hier trinke ich mal kurz was. Na super, da steht eine drin. Aber wenn ich die jetzt angreife, dann locke ich die anderen von draußen halt auch an. Was haben wir hier noch auf dem Boden? Sieht doch aus, als wenn da was liegt, oder? Oder liegt das vielleicht im Badezimmer? Ich erkenne hier nie, wo ich durchlaufen kann. Auch nochmal ein paar Leichen. Nee. Na gut, wir sind aufgefallen. Ich glaube, wir müssen weiter. Der Stieltopf ist natürlich super, weil der hält halt kaum was aus, ne? Ist im schlechten Zustand und macht kaum Schaden. Das ist eine super Kombi. Waren wir hier schon drin? Nee, ich glaube, hier waren vorhin auch viel zu viele Zombies unterwegs, ne? Lass mal hier kurz reinschauen. Komm, komm, komm. Geh auf, geh auf, geh auf. Bitte, bitte. Werden wir verfolgt? Okay, nee, werden wir nicht. So, dann lass mal hier ums Eck gehen. Ganz behutsam. Und mal hier gucken. Ja, perfekt, hier kommen wir rein. So. Der ist tot, oder? Der hat eine M9. Nur nicht schlecht, die nehme ich mal mit. Ich meine, wir sterben sofort, sobald wir sie benutzen, aber nichtsdestotrotz ist es gar nicht mal so unpraktisch, eine zu haben. Und jetzt würde ich gerne mal... Warte, hat er noch Socken? Weil wir haben unsere Socken... wir haben unser Tanktop Top zerrissen, ne? Ziehe ich das nämlich mal an. Kann ich hier die Socken mal zerreißen. Und kann mir noch mal ein paar Stofffetzen kurz machen. So. Einmal ganz kurz reinigen. Zweimal. Und da mal gucken, was die Wunden machen. Die ist noch da. Und hier... Sind wir langsamer Heiler? Nee, wir sind kein langsamer Heiler, oder? Nee. Okay. Ich hatte nämlich tatsächlich, als ich diese eine Folge da gemacht habe mit dem... Im Gefängnis, ne, hatte ich ein bisschen rumprobiert, aber das ist nicht schaffbar. Also das ist unglaublich, wie man überhaupt nichts hinbekommt da. Und dann habe ich eben gedacht, ja gut, warte mal, wir waschen uns mal kurz. Oder wenn wir hier sind, waschen wir uns mal kurz.
glaube, da würde ich die Zeit kurz fort und wir könnten hier auch schlafen eigentlich, um ehrlich zu sein. Wenn wir jetzt eh gerade hier drin sind und mal kurz unsere Ruhe haben, dann würde ich vielleicht tatsächlich noch kurz schlafen. Ich mache mal ein bisschen schnell. Hallo? Was ist schon? Ah, hier, alle Kleidung. So. Und dann legen wir uns hier jetzt einfach mal aufs Ohr. Vorhang ziehe ich natürlich zu. Empfehle ich sowieso immer, weil das beschleunigt nämlich das, oder befürwortet das länger Schlafen. So, dann schlafen wir mal eine Runde. Und dann mal gucken, wie sich jetzt aber auch das mit der Nervosität weiterentwickelt. Weil ich glaube... Warte mal, wir sind jetzt nervig. Ja, wir sind völlig panisch. Ich glaube, das geht nicht mehr so lang, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da milde Bedenken. So, lass mal ganz kurz schauen. Auch alles verrottet. Aber hier hatten wir doch noch irgendwie eine Dose Chili oder so drin, oder? Können wir die aufmachen? Auspacken? Wir können die nicht mal öffnen. Jetzt auch viel zu wenig. Hier ist eine Dose mit Bohnen. Können wir die aufmachen? Nee. Hier ist viel zu wenig Loot. Und dann soll es sich ausrüstend auf den Winter vorbereiten, ne? Mist, okay. Was haben wir hier? Hä? Ah, hier. Leichter Wind. Krass, das habe ich ja gar nicht... Hä? Das habe ich noch nie gesehen. Es fühlt sich 5 bis 10 Grad kälter an, als es tatsächlich ist. Cool. Wusste ich nicht, dass das gibt. Man hat zwar ab und zu mal so einen Wind gehört, ein bisschen, so wenn es mal gestürmt hat. Aber dass es da tatsächlich dann so einen Moodle hier oben gibt. Ja, krass. Oder wurde es vielleicht vor kurzem reingepatcht oder sowas? Ich weiß nicht. So, lass mal hier. Gerade ist es einigermaßen ruhig. Hier kommen wir nicht rein. Aber natürlich nur bei diesen Containerhäusern. Bei den Containerhäusern haben wir halt insgesamt auch kaum irgendwas Sinnvolles zu looten. Na, da vorne sind wieder welche. Dann gehe ich mal andersrum. Und ich glaube, der Stieltopf, der hält wahrscheinlich nur 2 Schläge oder sowas. Dann dürfte der sofort kaputt gehen. So, schön durch die Äste hier nochmal durch, ne? Versuch erstmal die Tür. Oh, da fängst du hin. Ist noch eine. Oh, die Bratpfanne hält vielleicht länger. Ich nehme die mal mit als Ersatz. So, was ist da oben drin? Teller, die brauchen wir nicht. Den Kochtopf. Bräuchten wir eigentlich, aber ich muss ganz ehrlich gestehen. Oh, hier können wir was essen. Können wir... Pass auf. Na, wir kriegen das Ding ja immer noch nicht auf. Also die Dosen immer noch nicht auf. Aber dann können wir hier vielleicht mal einen... Warte, ist der ganz voll? Mache einen Topf, einfach mal einen Bohneneintopf. Also nur mit Bohnen. Das ist wahrscheinlich super eklig, aber dann haben wir wenigstens mal ein bisschen was wir essen können. So, und nochmal 10. Ich mache jetzt mal alles rein. Nervliches Wrack, schwer beladen, etwas unglücklich. Ja gut, unglücklich ist klar. Wie viel? okay. Ich mache einfach mal weiter, ne? So, dann würde ich gerne den Herd hier nutzen. So, einschalten. Dann packe ich mal die Stofffetzen hier rein. Und dann gehe ich mal ganz kurz nochmal eine kleine Runde hier durchlaufen, ob es hier vielleicht irgendwas Sinnvolles hat. Eine Saugglocke, das ist nicht so sinnvoll. Oh, hier haben wir einen Waffenkoffer. Warte mal, sekundär ausrüsten. Was haben wir denn da drin? Eine Doppellaufschrot, aber ohne Patronen. Na, dann bringt uns das leider nichts. Lege ich das lieber mal zurück. Hier haben wir nur einen Gürtel und so. Hier haben wir ein Blatt Papier. Also, dass ich immer noch nichts gefunden habe, was wir irgendwie mal halbwegs gescheit als Waffe einsetzen können. Ja, das ist schon krass. So, geht es noch lange? Warte mal. Bin gekocht. Dann gleich mal alles essen. Und den Herd können wir ausschalten.
Und ja, ich esse gleich alles. Ich weiß, es bringt 78 Hunger, aber wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir das jetzt nochmal irgendwie ewig mit uns rumtragen oder sowas. So, aber wir sind fertig. So, den Kochtopf lasse ich mal da. Den Stieltopf nehme ich natürlich als Waffe mit. Und dann schaue ich mal weiter. Was gibt es denn hier noch? Hier gibt es eine ganze Menge Zombies. Dann gehe ich lieber hier lang. Oh, jetzt wird uns auch schlecht und so. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wir sind wirklich infiziert. Mit ziemlicher Sicherheit. Also ich meine, dieses Nervositätsgefühl ist natürlich schon bezeichnend dafür. Aber ich habe gedacht, vielleicht kommt es irgendwo anders her und ich habe einfach nur nicht auf dem Schirm, woher. Aber mittlerweile können wir sehr sicher sein, dass wir infiziert sind. Ich gehe mal lieber da oben lang. Da hockt noch einer in der Gegend rum. Aber sollen wir dann... Pass auf, kann ich die... Keine Patronen im Lauf. Spanne die Waffe hier. Spannen. Da, ja, dann machen wir... Komm, dann machen wir es so. Weil... Bringt ja eh nichts. Aber dann will ich auch keine dritte Folge machen, wenn die dann einfach nur so 2 Minuten geht oder sowas. So. Und dann suchen wir uns da jetzt mal so eine Horde raus. Haben wir da eine Schussfähigkeit? Haben wir nicht. Das heißt, es wird wahrscheinlich nichts werden. So, werd grün. Na komm. Und dann locken wir uns jetzt einfach mal ein paar Zombies an. Haben wir wenigstens noch ein halbes Magazin Spaß. Und das ist leer, okay. Dann gehen wir noch hier noch den Stieltopf. Mal sehen, wie lange der hält. Das sind... Okay. Er hält genau einen Schlag. Na, sehr gut. Aber gut, Leute, ihr habt mich sowieso schon mit diesem dummen Kratzer. Direkt beim ersten Mal. So, Kratzer ist nochmal... Der Kratzer hat nochmal, glaube ich, eine 5%... Oh, jetzt kommen ein paar. Eine 5% Chance. Aber irgendwie hat der Kratzer es trotzdem geschafft, uns direkt zu infizieren. Und ich würde auch sagen, wir stellen uns unserem Schicksal. Kann ich hier auf dem Boden sitzen? Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht deutlich länger, wenn wir auf dem Boden sitzen. Krass. Ja. Spannend. Ich find den Modus an sich cool. Ich finde das Ausgangsszenario super cool. Aber ich muss echt sagen, es stört mich halt ein bisschen, dass man halt so krass nichts aufbauen kann, weil irgendwie alles voll mit Zombies ist. Also das haben sie vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, es sollen ja, glaube ich, die ganz normalen Apokalypse-Einstellungen sein. Aber sicher bin ich mir da nicht. Und aber selbst wenn, also dann also irgendwas haben die gemacht. Entweder haben diese es gibt ja am Anfang immer so eine Respawn-Zeit, also wo quasi immer neue Zombies spawnen und am Anfang die Bevölkerungsdichte, also die Zombie-Dichte noch nicht so hoch ist wie gegen später dann. Und vielleicht haben sie da was gemacht, dass irgendwie diese Zeit halt weggefallen ist oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich es jetzt schon ein bisschen zu übertrieben. Ich finde das Szenario an sich geil. Das würde ich gerne mit leichteren Einstellungen spielen. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal. Mal sehen, was ich als nächstes mache. Es gibt ja noch 1, 2 Szenarien. Mal sehen, ob wir uns die nochmal anschauen oder ob ich zwischendrin mal was anderes mache. Sind ja jetzt doch schon einige Folgen mit den ganzen Szenarien, ne? Und ich wollte ja auf jeden Fall dann die zweite Staffel machen, wenn dann der neue Build draußen ist, ne? Also der neue Patch draußen ist, dass wir da ein bisschen noch was machen. Aber jetzt würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen, ne? Lasst mir gerne mal ein Like oder ein Abo da, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin Eral. Bis zum nächsten Mal.